Ja, damit wir, wie gesagt, beide Szenarien zeigen können, gehen wir rein. Ah, wie ich sehe, sind Sie wieder vollzählig. Es ist ein Glück, dass Sie die Angelegenheiten mit dem gestrengen Dr. Röntgen regeln konnten. Denn wohl kann Ihnen mit Ihren ungeteilten Kräften. Geht es endlich gegen den Feind? Kommen Sie! Endlich! Mir juckt schon die Säbelspitze. Da hast du gar keinen Säbel mehr. Naja. Das ist vielleicht die wichtigste Folge, die wichtigste Versammlung der stolzen Geschichte Vulkaniens. Es ist an der Zeit, die Initiative zurückzugewinnen. Wir werden uns auf einen schweren Kampf vorbereiten. Nein, nicht jetzt, Herr Präsident. Wir setzen dabei viel auf Ihr erlangtes Wissen. Was können Sie uns über Ihren Feind sagen? Diese Frage habe ich mich schon gefreut. Bitte keinen Fachvortrag, Herr Professor. Die allgemein verbreitete Scheu vor gebündelten Gedankenpaketen nimmt langsam beängstigende Züge an. Sei es drum. Ich habe meinen Aufenthalt in Dr. Röntgens Arrestzellen nutzen können, ein paar kleinere Ausarbeitungen anzufertigen. Ein kleines Exposé? Das ist ausgesprochen hilfreich. Lassen Sie sehen. Achtung, jetzt kommt's. Ich habe eine kompakte Aufstellung der uns bekannten Technologien, Waffen, Stärken und Schwächen des Gegners angefertigt. Die künftigen Planungen gewiss von Nutzen zu sein vermögen. Kurz und kurz knackig auf den Punkt. Vielen Dank, Herr Professor. Sie waren in der Tat eine große Hilfe. Moment, das ist doch nur die Ouvertüre. Weiterhin habe ich eine vollumfängliche Kulturationstheorie der marsianischen Baukunst erarbeitet. Ein schöner Zusatz, gewiss. Aber da ich immer noch etwas Zeit in meiner Zelle hatte... Guck ja nicht so, Kotlitzer, haben mich wirklich beeilt. Konnte ich noch eine Deutungsgeschichte der marsianischen Hieroglyphenschrammelkunst verfassen. Flop. Hieroglyphenschrammelkunst? Ein bedeutendes Werk. Zweifellos. Nehme zwei neue und erhöhe um 8. Das ist eine, wirklich gute Überlegung, Exzellenz. Vielen Dank, Herr Professor. Man guckt sich das einmal an. Das sind 5 oder 6 Bücher über die Hieroglyphenschrammelkunst. Nochmal mindestens, ich weiß nicht, 5 oder 6 Heftchen oder was es sein soll. Nochmal. Und noch zusätzlich ein Manuskript über x Seiten. Und wenn man bedenkt, wie lange haben wir gebraucht, die Nichte des Herrn Professor zu finden, die gute Elisabeth? Eigentlich nicht sonderlich lange. Also, wow, sehr beachtlich. Muss man wirklich sagen. Ich schaff's nicht in so kurzer Zeit, mehrere Bücher zu schreiben. Das ist wirklich sehr beachtlich. Ich werde Ihre technologische Ausarbeitung in unsere Fabrik weitergeben. Richtig, dann geht's dem Feind nicht nur mit herkömmlichen Geschützen an den Kragen. Hurra! Ja, ich spreche Ihnen bewusst etwas kindlich, denn... ja. Wissen ja, was es ist. Und ich werde den Bau unserer neuen Abwehrmittel nach besten Kräften beaufsichtigen. Ich fürchte, dazu wird Ihnen die Zeit fehlen. Wir benötigen Sie auf der nächsten Außenmission. Außenmission? Klingt erfreulich nach handfester Betätigung. Wo soll's denn hingehen? Ja, es hätte auseinandergeschrieben werden müssen, aber gut. Gegenwärtig ist neben Ihrem noch ein anderer Spezialtum in unserer Basis. Ah, da kommt er ja. Mhm. Doch nicht etwa dieser Kerl! Aufgeblasener Amateur! Ah, die anderen kennen sich schon. Fein, fein! Alex und seine Gruppe. Ihre beiden Abenteuertrupps stellen momentan unsere aktive Verfügungsreserve dar. Wie viele Trupps sind denn insgesamt im Einsatz, Kotlitzer? Herr Kotlitzer? Werteste, 2 Welten liegen miteinander im Kampf. Eine Handvoll Streiter allein reicht da nicht, um über das Wohl des Ganzen zu entscheiden. Die Hoffnung der Menschheit ruht auf vielen Schultern. Klingt ja geradezu unheldisch. Der Präsident wird Sie nun mit der strategischen Lage vertraut machen. Noch etwas Tee, Sir Henry? Die andere Lagebesprechung, Exzellenz. Ah, große Strategie! Europa ist verloren. Der Feind dringt heftig vor. Unsere Verluste sind immens.
haben also einiges vor uns. Zwei Maßnahmen genießen Vorrang. Erstens, Verluste kompensieren. Zweitens, Feindvormarsch stoppen. Werden nun Aufgaben zuteilen. Sag einmal, Quetz. Interesse an einer bestimmten Maßnahme? Verluste kompensieren würde uns in Wilden Westen bringen, wo wir insgesamt 7 Kameraden ausfindig machen müssen. So. Wie gesagt, Wilder Westen. Dementsprechend müssen wir mehrere Aufgaben lösen, damit sich diese Kameraden uns eben anschließen. Alles in allem ziemlich lustig gemacht. Braucht seine Zeit, das Ganze zu machen, sag ich ganz ehrlich. Wir werden zuerst mal den Feindvormarsch stoppen. Denn wie gesagt, damit geht es in den Orient nach Indien. Wir wählen Feindvormarsch stoppen. Müssen dringend in die Offensive kommen. Werden künftig dem Feind diktieren, wo die Schlachten geschlagen werden, Makwetz. Plan der ganz große Sache. Hoffen wir haben genügend Senf. Ja. Ahem. Nicht den Plan aus der Bastelstunde, Euer Exzellenz. Den anderen bitte. Na, wenn er meint. Also, die Angriffsweise mag das Herz unserer Welt überrollt haben. Der Statthalter von Tentaklas Gnaden hält den Krieg bereits für gewonnen. Ha! Das ist ein Fehler. Ich gehe mal davon aus, dass damit der gute Herr von Schleicher gemeint ist. Allerdings, keine Ahnung. Wie gesagt, in Orient habe ich nie gespielt. Will er unangeschränkt beipflichten. Brav gesprochen. Geben Sie mir mal kurz einen Hering, Kotlitzer. Der hält natürlich immer noch alle für Pinguine. Naja. Der Feind ordnet zurzeit seine Truppen, um zum letzten Schlag auszuholen. Doch bis er sich vollends präpariert hat, kommen wir ihm zuvor. Überraschung. Wer hat erkennt seine jüngste Werbung? Dem Orient. Also ein Kriegsgerät steht ungruppiert herum. All die teuflischen Waffen werden gewartet, gepflegt und gerüstet. Also nicht kriegsbereit. Prächtig. Und mitten hinein fährt unser Husarenstreich. Hurra! Ein kleiner Trupp muss sich unbemerkt derart dicht anschleichen können, um den Waffenarsenal des Feindes einen kräftigen Hieb zu versetzen. Na, wer mit seinem Trupp diese Aufgabe übernehmen? Melde mich bereit! Ausgezeichnet! Ihre Kollegen führen dann den anderen Auftrag aus. So werden wir eigentlich nicht gefragt. Weil du hier nicht die Hauptrolle spielst, Alex. Ganz einfach, und weil du dumm bist. Naja, gut. Bereiten Sie sich auf die Mission vor. Sobald Sie alles parat haben, melden Sie sich bei Kapitän Nemo. Er wird Sie auf dem Expresswege zu Ihrem Ziel kutschieren. Und scheitern Sie nicht. Eine Reise in Orient, liebe Freunde? Oho, dann hat mich schon so manche Expedition verschlagen. Ich hoffe nur, die Kriegszerstörungen haben nicht zu furchtbar gewütet. Es ist so eine liebliche Gegend. Lieblich? Ich habe da ganz andere Gerüchte vernommen, Herr Professor. Ach was, werfen Sie Ihre dummen Klischees über Bord und halten Sie Ihre Sinne empfangsbereit. Wie gesagt, Orient für mich blind. So. Wir sind hier mit Vulkan erstmal fertig. Ach, treuer Etzel. Deine kleinen hässlichen Mopsaugen ahnen schon, dass wir uns wieder trennen müssen. Ja. An dieser Stelle nochmal speichern und ab zu Nemo. Möchtest du mit den Nautilus in dein Auftragsgebiet fahren? Das ist jetzt die letzte Gelegenheit, hier nochmal zu shoppen. Denn wir werden hier so schnell nicht wieder zurückkommen. Ja, wollen wir. Wir sind gut vorbereitet, denke ich. Ah, Mademoiselle et Messieurs sind wieder an Bord. Ich habe schon gehört, dass sie zu einem wichtigen Auftrag ausgesendet werden. Also, alle, ich werde sie ohne Umschweife an ihr Ziel bringen. Attention, wir nehmen Fahrt auf. Die Wunderwelt des Südatlantiks. Sie bieten uns wirklich einen bemerkenswerten Einblick in ihr Reich. Gucken wir mal, wo es hingeht, ne?
Schaukel ist hier immer so. Die Gewalt der Meeresströmungen, die am Kap aufeinanderprallen, ist selbst in der Tiefe spürbar, Monsieur. Und wie ich sie spüre. Was lange dir nicht schlecht wird, ist ja alles gut. Ich Curry! Die Wasser des Indischen Ozeans sind in der Tat etwas eigentümlich. Ja, das geht, wie man jetzt vielleicht schon gemerkt hat, nach Indien. In den Orient. Was für eine fantastische Reise, Kapitän! Geschwindigkeit für Uferanfahrt drosseln. Vor uns liegt das feindlich besetzte Gebiet. Wir müssen achtsam sein. Attacke! Nichts da, Leutnant. Ich kann nur von Glück reden, dass Ihnen Heimlichkeit ausdrücklich befohlen wurde. Also dann, Herr Kapitän, bringen Sie uns an Land. Auch auf den Fall, dass Sie mich ungebührlicherweise, ungebührliche Eile zeigen. Seltsam. Muss ich doch darauf dringen, Ihre Anlandung so schnell wie möglich vorzunehmen. Ich darf die Nautilus nicht zu lange der Gefahr durch die feindlichen Flugapparate aussetzen. Sobald sie ihren Auftrag erfüllt haben, schlagen sie sich zum Landeplatz zurück. Ja, das haben beide Missionen gemein. Wir werden ausgesetzt und können nicht zurück. Ali, Ali, bitte beeilen Sie sich. Über was ist die Nautilus ein leicht zu erspähendes Ziel? Ja, ja, ja. Wetzt auch schon so schnell wie möglich die Sprossen empor. Autsch, meine Hand. Pardon, mein Herr. Dann blockiert nicht die Luke, ihr beiden. Hopp, hopp, an Land. Auch eine sehr interessante Musik, muss ich mal sagen. Gott sei Dank, für schön unentdeckt geblieben zu sein. Da sieht er es doch. Sein panisches Gewese war völlig umsonst. Oh, anscheinend doch nicht. Sapalot, der Feind ist auf Zack. Sacrebleu, wir sehen uns wieder, falls Sie den Auftrag erfüllt haben werden. Nottauchen! Blub, 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 und weg ist er. Falls? Er meint sich, wenn wir unseren Auftrag erfüllt haben werden. Ach, lege es nicht so auf die Goldwaage. Die beiden Wörtchen werden heutzutage oft vertauscht. Wir haben keine Zeit für diese sprachlichen Fachsimpeleien. Lass uns lieber Deckung gewinnen. Sie werden da jemanden bestimmt immer ähnlicher, Teuerste. Ah, das Zeichen der hochtrabenden Eroberer. Wie gesagt, Orient für mich, blind. In der Tentakelschocke! Mäßigen Sie sich, lieber Freund, das ist nur eine gewöhnliche Krake, durch und durch irdisch. Jetzt vielleicht, aber in einer Million Jahren tanzen seine Enkel auf der Nase herum. Hoho, erwischt! Sie haben heimlich in meinen Unterlagen zur Evolutionstheorie geblättert. So, so, Makwitz hat sich informiert, wow! Oho, wie sieht's denn hier aus? Du liebe Zeit, was ist hier nur passiert? Eine Schlacht, Täubchen. Eine Schlacht? Das sieht mir nach einer furchtbaren Schlechterei aus. All diese Toten, dieses Chaos. Haben die Überlegenheit tentakelischer Waffen schon oft genug aus der Ferne gesehen? Das ist die Nahaufnahme. Es ist so schrecklich. Wie viele solcher Städten mag es mittlerweile nur in der Welt geben? Ob unsere Heimat ähnlichen Währungen ausgesetzt ist? Ich fürchte noch schlimmeren, Gnädigste. Auf Europa entlud sich der erste vernichtende Schlag mit voller Gewalt. Das muss enden. Gehen wir unseren Auftrag erfüllen. Befreien wir die Welt von diesem Märter. Von diesem Marter. Diesem Marter. Ja. Sehr interessant sieht es hier aus. Aber wenn ich so auf die Uhr gucke, würde ich mal sagen, ich rede noch mit dem hier und dann beende ich die Folge mal. Dieser Djinne selbst sind auf uns herabgefahren. Niemand widersteht diesen Zorn. Niemand! Was ist hier geschehen? Sie kam mit brausendem Lachen über uns. Weder Mut noch Tapferkeit kann dem Wüten der Djinne widerstehen. Sie haben alle zerrissen. Alle! Wer sind Sie? Ich?
Ich führe den Stolz des Sultans gegen die Djinn in diese Schlacht. Nein, ins Verderben. Nur ich lebe noch, um vor Allgewalt der Djinn zu künden. Ja, das ist es. Ich bin der Maler voll im Hochmut der Herren, die Stirn zu bieten. Gehaben Sie sich wohl. Der Zorn der Sinne, der Zorn. Wie gesagt, an dieser Stelle werde ich speichern und die Aufnahmen beenden. Und sage, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.